da irgendwo rum. Das war er sonst auch nie. Anders gesehen. Tut mir leid, ich kann nichts dafür, dass er so ewig schnell war. Tut mir leid, Sohn. Allerdings fällt mir gerade auf, dass ich relativ gut gespielt habe. Speichern. Ja, ich habe viele Replays, wie man sieht. Und wenn wir schon mal dabei sind und wie ich es immer mache, Extra Stage, da sieht man schon, ich habe mit sehr vielen, mit allen habe ich die Extra Stage schon freigespielt. Ich habe den Teil sehr viel gespielt. Na gut, nicht in letzter Zeit, in letzter Zeit habe ich den 11. sehr viel gespielt. Aber natürlich bleibe ich bei dem Team und versuche jetzt mal die Extra Stage, wo ich mit Sicherheit sowas von verlieren werde. Ich gehe mal davon aus, ich werde... Oh! Von wem war das nochmal die Theme? Auf jeden Fall merke ich, ich kenne das Theme, krasse. Naja, schon maximaler Power-Modus. Schieß durch. Die nächsten werden schon mal kommen. Verdammt, Scheiße, war das mal wieder krass knapp. Und da haben wir K-Nex. Und zwar die verwandelte Form bei Vollmond, nicht roter Mond. Gut. Da war es ein roter Mond von mir, ja. But. Okay, okay, okay. Anders schießen, bitte. So, tut mir leid, Kane. Aber ich hasse deine Phasen. Ich komme nicht klar damit. Oh. Die ist angenehm. Mehr oder weniger. Oh, leck, leck, leck. Was zum krass leck. Cool, hat noch nie so geleckt bei mir und. Okay, langsam komme ich damit klar, aber nicht in so. So. Ah, gut, kaputt, bevor ich das verlieren konnte. Bam, bam, bam. Jetzt will ich nur noch zu dem coolsten menschlichen Charakter, oder? Obwohl, wie viele menschliche Charaktere hat Kuku eigentlich? Mir fallen so spontan drei Stück ein. Unser extra Stage-Boss hier drin ist Mensch. Obwohl das bereits 500 Jahre alt ist. 500 Jahre alter Mensch, gebt euch das mal. Okay, das war jetzt verschwendet, aber... Nein, war es nicht. Das fehlt ja immer noch. Leben, das war's ja. Moku! Mozilla Moku Fox, wie er bei mir auch heißt. Sie. Auch wenn es als, ich glaube, fast einziger Charakter Hosen anhat. Ich glaube zumindest. Mir fällt jedenfalls von kein weiterer Charakter ein, der Hosen anhat. Und ja, es sind Hosen, eindeutig, ich weiß es. Und wie es typisch ist bei Extra Stage Bossen, Bomben bringen nichts.
weil, glaube ich, Han der einzige extra Death Boss war, der wirklich gegen jede, in jeder Phase gegen Bombenmon war. Ich bin mir nicht sicher, habe ich nur mal irgendwo gelesen. Ich glaube, das war Tsurugi. Wow. Habe ich die Phase gerade geschafft? Geil. Ich glaube, heute läuft es besser als sonst. Göttlich wäre es, wenn ich die extra Slip schaffen würde, aber da ist ja jemand mit meinem Skill wohl noch eher unglücklich. Oh ne, jetzt kommen die Phoenix-Fähigkeiten. Sie ist nämlich ein Phoenix. Nee, sie ist ein Mensch. Aus irgendeinem Grund kann sie allerdings Feuereigkeiten von einem Phoenix. Wie immer, fragt mich nicht, welcher Grund das ist. Ich kenne Tu, aber ich kenne es nicht auswendig. Da-dam. So, ich glaube, weiter bin ich noch nie gekommen. Ihr könnt bei meinen diesen mal Replays nachschauen, aber ich bin da zu voll dafür, um nachzuschauen, ob ich jemals weitergekommen bin. Okay. Was? Mommy? Da bin ich an Remus Phase nur weniger Menschen. Cut to the hell. Wenigstens schaffe ich die Phase. Coolerweise, jetzt bin ich hundertprozentig weiter, als ich jemals in meinem Leben war. Mann, heute läuft's gut! Eigentlich habe ich dieses Let's Play begonnen, um ein bisschen Stress abzubauen, aber jetzt läuft es richtig tot. Gut. Do you want continue? Nein. Wieso? Von Anfang an. Da kann ich auf das Continue verzichten und mir fällt gerade auf, ich habe gerade verhauen, ein Replay davon speichern zu können. Egal, ich werde diesen Extra-Stitch-Boss noch schaffen. So. Und so gesehen... war es dann auch schon mit dem Let's Play, meinem Let's Play von Tuhu Imperishable Knight. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play. Also, bis dann, Leute.